Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 6. Wir sind immer noch mit Leon und Helena auf dem Campus unterwegs, der ein ziemliches Blutbad geworden ist, hier mit den ganzen Zombie-Teenies. Der Tod kommt auf Zehenspitzen. Okay. Ich finde das hier sehr gut, es macht mir sehr viel Spaß. Mich mit den ganzen Zombies anzulegen und besonders die halt auch im Nahkampf zu erledigen. Feier ich dezent richtig hart. Also die mit ihren Waffen sind halt, sollte man tatsächlich vielleicht so besser auf Distanz halten. Oh no. Katze, was machst du da? Was machst du da? Ich höre dich doch. Oh, was ist denn mit ihm? Was denn? Okay, ihr kennt sie schon, die Instacat. Die Instacat kommt jetzt auch gleich. Da ist sie wieder. Und will mitmachen. Ach, guck mal, hier stehen noch Kräuter. Ja, nice. Die können wir noch gut benutzen. Hey, Willi, was machst du da? So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, oder? Die haben mir vorhin nichts verloren. Hey, Willi, ich kann gerade nicht. Okay, was machst du denn? Wir müssen hier noch Sachen kombinieren. So. Ja, Maus. Oh, das war die Katze. Sie hat an meinem Finger gedrückt. Okay, so. Ist hier noch irgendwas? Nope. Gut. Da wir jetzt ja die Schlüsselkarte haben. Was denn da eigentlich? Da kommen wir nicht... Oh ne, da ist richtig zu. Da ist sogar ein Hecke davor. Okay. Was los, Katze? Was möchtest du? Was möchtest du? Aufmerksamkeit, ganz viel. Jetzt auf den Schoß. Ja, dann komm runter. Setz dich. Setz dich, kleine Maus. Hast du dich gerichtet? Huch, okay. Katze sitzt in Position. Jetzt können wir weitermachen. Okay, interessant. Katze, hör auf. Die macht gerade Blödsinn, den sie nicht machen darf. Gucken, wie lange sie noch auf meinem Schoß sitzt. Das war ja klar. Natürlich. Vielen Dank. Für nichts. Ah, da ist ja auch noch so ein Dude. Ah, geh weg mit deiner Scheißwaffe. Stirb einfach. Komm, ich verprügel dir welche damit. Richtig gut. Noch sind sie da. Wir müssen die doch jetzt nicht... Okay, anscheinend... Anscheinend müssen wir das. Aber das bringt doch nichts. Das ist doch eine reine Munitionsverschwendung, oder? Ich würde sagen, das ist eine reine Munitionsverschwendung, wenn wir das jetzt machen. Deswegen, ich glaube, die jetzt einfach das sein lassen, was sie sind. Also ich würde mich halt lieber auf die konzentrieren. Die hier halt eh gerade schon. Weil die da hinten interessieren mich ja nicht. Helena, lass sie doch. Komm doch mit. Also ich meine, soll sie ja gerne machen, aber... Oh no. Die nächste rechts. Ja, ich muss erstmal... Sie sind fast da. Laufen Sie. Kann ich nicht. Aua, lass mich los. Lass mich doch einfach los. Du Kackvogel. Kann man jetzt um die alle hier kommen, bitte? Ich habe keine Ausdauer mehr, ne? Das ist das Problem, glaube ich. Oh Gott, ich muss nachladen. Lass mich! Oh Gott,
Falsche Taste, falsche Taste. Nein! Okay, besser. Ach Gott, ey. Ah, nee, nee, nee. Können wir nicht einfach... Sie hat gesagt, wir sollen laufen. Wir laufen auch einfach. Wir machen das jetzt einfach einmal. Lass mich hier kurz durch, okay? Ich glaube, wir haben einen Fluchtwagen. Ja, komm schnell. Mist, kein Schlüssel. Ganz sicher? Ich suche ja. Vielleicht im Handschuhfach. Nein, nichts. Kino sieht sowas. Vielleicht kurz schließen? Moment. Da, der Schlüssel. Geschnallt? Ja. Festhalten! Weiß gar nicht, ob wir hier gerade irgendwas machen. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Mist! Ja gut, also... Hier, Helena, ist alles in Ordnung? Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Naja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Die Abwasserkanäle. Toll. Ganz klasse. Okay. Ich hab gar keinen Bock drauf. Aber nützt nix. Halleluja. Alles okay. Beeilen wir uns. Was ist los? Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie. Wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Bioorganische Waffen. Ich werde alles publikieren. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offenzulegen verursacht oft zusätzliche Probleme. Die ich beim Militär lernen musste. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie können immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Beeilen wir uns. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ja. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Glauben Sie mir. Ich weiß. Aber mich würde halt interessieren, was sie halt weiß, was sie uns so Tolles erzählen will. Das ist halt das, was ich gerade nicht so ganz verstehe. Kisten! Oh, ich kann die auch so kaputt. Ich brauche halt, finde ich, mal ein Messer. Das ist geil. Ist das nice. Okay. Noch sind die Ratten entspannt. Helena, wenn Sie da drin sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. Okay. Da sollten wir auf jeden Fall nicht lang. Da ist Strom. Und hier ist dunkel.
aber ist okay. Ich möchte gerne runter, aber ich kann mich nicht ducken, glaube ich. Wow! Lachs! Oh, danke! Okay. Es ist hart duster hier, es ist hart gruselig. Und ich hasse seit Last of Us, hasse ich Kanalisation wie die Pest, muss ich ehrlich zugeben. Nee, ey, die kommen ja auch noch aus dieser... aus dieser Scheiße hier unten raus. Ey. Komm, bleib unten. Keines. Dass man die nicht bekommt, wenn die gerade aufstehen, ne? Hä? Wie konnte er mich denn so schnell fertig machen? Okay, ich habe das mit meiner Lebensanzeige. Oh no. Noch nicht raus. Wie können die Züge noch fahren? Da saß niemand am Steuer. Zombie Express. Oh Gott. Wenn da bitte nicht drüber reden, das ist hart gruselig. Habe ich irgendwie noch Heilung? Nee, ne? Habe ich nicht, okay. Ich nehme das aber mal kurz, um mich so ein bisschen zumindest besser zu fühlen. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit aufpassen. Das hält echt. Leon. Ja. Ja. Ich muss nachladen. Wo ist der Köter? Er ist tot, ne? Okay. Gut. Okay, so langsam habe ich auch so ein bisschen meine Anzeige auch mit der Munition verstanden. Also mit dem... ich hasse Hunde in Resident Evil. Ach Gott. Ah, noch einer. Nee, ich glaub's ja nicht. Ich muss nachladen. Nein, lass mich. Oh Gott, ich bin schon wieder down, ey. Ist nicht euer Ernst. Diese Scheißhunde. Immer dasselbe mit diesen Kack Resident Evil Hunden. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach hart. Also wirklich. Also ich gehe hier gleich noch drauf in der Kanalisation. Ich sag euch das, ey. Okay, das war nicht schlecht. Oh, mein Typ ist hier. Der Vorteil ist, der Zug löst meine Probleme. Der Zug löst meine Zombie-Probleme. Tschüss, Katze. Der fackelt doch da gerade eh ab, oder nicht? Wie, der lebt noch? Ich lasse die tatsächlich... Achso, der lebt echt noch. Komm, es ist gut.
Der Typ ist auch down, ne? Ja. Okay. Vielleicht das da, bringt das was? Wahrscheinlich nicht im Wasser, ne? Doch. Okay. Das hat aber auf jeden Fall was gebracht. An den Fähigkeitenpunkt komme ich nicht ran. Glaube ich. Ja, wusste ich. Ich wollte es aber probieren. Ich musste es kurz probieren. Es tut mir leid. Ich musste es kurz probieren. Ich konnte nicht anders. Ich habe dem... Es war... Also, es war zu verlockend. Noch tiefer? Ist nicht euer Ernst. Ich habe übrigens keine Heilung mehr. Toll. Genau im richtigen Moment. Ich bin so gut wie du. Ja, ich auch. Können wir den zusammen fertig machen? Nice. Okay, es verliert nicht jeder was. Schade. Punkte. Kann ich die jetzt eigentlich irgendwie mal irgendwo einlösen? Nee, ne? Na toll, das kommt bestimmt noch. Sammeln die so fleißig ein und kann dafür noch nichts machen. Okay, hier sind wieder Stromkabel. Was für ein Scheißtag. Ja. Das war ein richtiger... Okay, der brennt zumindest schon. Wieso kann sie ausweichen und ich nicht? Ich wusste gar nicht, wohin ich ausweichen soll. Upsi. Hat mich der Zugurplan gefahren. Ich wusste nicht, wohin ich ausweichen soll. Oh Mann. Okay, gut. Wir reden einfach nicht drüber, Leute, oder? Wir lassen es einfach bleiben. Ach, guck mal, das Ding ist noch da. Ich mach das jetzt nochmal. Ja, und meine Granate, die hebe ich mir gleich noch auf. Okay. Ich habe nicht mitbekommen, aus welcher Richtung der Zug kommt. War halt dumm. Was für ein Scheißtag. Ja, jetzt aber hier kommt. Okay, Moment. Ich dachte, ich kann das Ding da anschießen, aber nee, kann ich nicht. Nachladen. Ich brauche Hilfe! Oh, lass mich! Danke. Okay. Ich stehe passenderweise auf den richtigen Seiten der blöden Schienen. Anscheinend. Komm, du blöde Kuh. Yeah.
Dass wir auch Erschöpfung haben, finde ich halt so krass. Also wir sind halt anscheinend, haben wir wirklich Ausdauer. Das finde ich halt krass, dass wir Ausdauer haben. Können wir da kurz drüber reden, wie heavy das ist? Also wie fancy? Ich finde das mega nice. Weil das macht halt auch richtig Sinn, dass wir nicht unendlich quasi draufkloppen können. Aber ich habe es halt auch erst jetzt gecheckt. Hallo. Hallo. Okay. Toll. Der Zug ist jetzt aus. Der Zug ist abgefahren, Leute. Na komm. Lässt du was fallen für mich? Nee, natürlich nicht. Okay, ich will nicht in diesen Zug rein müssen. Die kriegen wir nicht auf. Ich will mich da drin mal umsehen. Helfen Sie mir rauf. What? Lassen Sie mich hier nicht zurück. Okay, jetzt soll ich auch noch helfen? Okay, ich schmeiß sie da hoch. Können Sie mir bitte die Tür aufmachen? Danke. Echt freundlich. Okay. Gerade sagen, du bleibst wohl besser hier, Kumpel. Also, sorry. Steh nicht auf. Gott. Sind wir hier irgendwo raus? Nein. Ah. Okay. Gut. Ich dachte, da kommt schon wieder die Monster-Cutscene. Sind wir gerade schon wieder so. Wird immer düsterer hier. Hart. Hart gruselig, Leute. Oh Gott, was war das? Was ist mit denen? Warum explodieren die so komisch? Das ist ja richtig widerlich. Weg. Hier können wir da raus. Danke. Huch! Ha, damit hast du wohl nicht gerechnet, Kumpel. Okay. Nice. Hinterrücks ist gut.
Okay. Gut, weiter geht's. Oh, der nächste Zug, ey. Einfach nee, ey. Da komme ich auf jeden Fall nicht rein in den. Okay. Jeder so drüber stolpert, das ist so lustig. Aber da kommen wir nicht rein. Was habe ich denn jetzt hier gerade eingesammelt? Ach, ferngezündeter Sprengsatz. Ist schon heiß. Okay. Das schon nice. Du kommst halt hier gleich gar nicht mehr. Ew, das sind so die Werfen mit Dingern. Was seid ihr denn für Schweine? Ich weiß halt nicht, wie ich dem ausweichen soll. Ah! Ah! Gut, aber so. Ich habe keine Munition. Ach, da ist eine Munition. Shit. Oh no. Oh no. Ich komme. Danke. 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 Stopp. Haben wir... Ich hab gar nichts, ne? Okay, Moment. Okay, stopp. Shit! Ah, oh, meine Güte, hey. Wie lange kann sowas sein? Okay, wir heben uns. Also. Hey, hey, ja, ist ja gut. Machen Sie die Tür auf. Ja, ist ja gut. Ich muss Peter, ja, ist ja gut. So werden wir nie bei der Kathedrale. Ich gebe mir gleich meine Brandgranate für ein bisschen später. Halt, nein! Licht aufmachen! Ja. Oh Gott, Peter! Peter! Ja, sie überlebt es halt eh nicht. Ich komme. Müssen diese Spucker halt loswerden. Die müssen halt... Okay, Moment. So, rett. Und zwar alle. Nee. Wieso kann sie sich so cool rollen und ich nicht? Hat sie Fähigkeiten, Skills, die ich nicht habe? Okay. Die Schüsse müssen sitzen, alle. Ich habe nicht mehr so viel Munition.
Okay. Okay, das war's. Und los. Komm, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Okay. Lass mich los, danke. Okay. Ich glaube, wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es. Hey, keine Sekunde zu spät, aber wir warten nochmal den nächsten Speicherpunkt ab. Hinterrücks. Das war das. Okay. Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Ziemlich schlecht. Hölle auf Erden ist keine Übertreibung. Schön. Schön. Okay. Gut. Okay, sehr schön, ihr Lieben. Ich würde sagen, an dem Punkt können wir diesen Part dann auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Ich bin auf jeden Fall mega hyped. Es macht mega viel Spaß, auch wenn ich mich wieder super reinfuchsen muss, weil es doch noch mal wieder was anderes ist und von der Steuerung auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Leon entspannt sich jetzt. Ich werde mich jetzt auch entspannen. Und dann, ihr Lieben, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.